Ja, also der Cashflow Return on Investment ist mal eine seltene Ausnahme. Wir machen wieder unseren Bruchstrich mal 100, schreiben in den Nenner das Investment, also das gesamte Kapital, und in den Zähler hier die einzige Abweichung, mal ausnahmsweise den Cashflow. Denn wir können ja den Cashflow auch als Indikator für die Ertragskraft interpretieren. Ja, Jahresüberschuss ist Fiktion, Cashflow ist Fakt. Ja, das wäre dann der Cashflow Return on Investment.